So, hier haben wir die Leonie erwischt. Die Leonie, die spielt die Tochter des Hauses nachher in dem Stück, die Moped fährt. Fährst du selbst eigentlich auch Moped oder würdest du gern Moped fahren? Also ich hatte tatsächlich mal ein Moped, ein gelbes. Aber da ich mit 14 leider durch die Prüfung gefallen bin, konnte ich das nicht nutzen. Und das hat leider nur gereicht für das Moped hier auf der Bühne. Okay, aber so immerhin ein Anfang. Sehr schön. Wie ist denn das Gefühl, wenn der Regisseur einem kurzfristig sagt, dass man als Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer auch auf die Bühne gehen muss? Bis ich das Kostüm gesehen habe, eigentlich ganz gut. Aber jetzt kann ich ja meine ganzen Balletterfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben, endlich mal ausleben. Und es erkennt dich auch keiner in dem Kostüm. Es erkennt mich keiner und es ist eine Erfahrung. Also das muss man wunderbar gesehen haben. Ja, absolut. Okay, haben noch eine letzte Frage. Du bist ja nur noch ziemlich jung, wie man sieht. Hast du überhaupt eines der Lieder aus der Show gekannt vorher? Aus dem ersten Teil nicht eins, nein. Aus den 50er Jahren nicht? Ja, aus den 60ern dann schon. 60er dann schon, okay. Ja, die hört man ja auch auf Schlagerpartys und so inzwischen. Ja. Okay, ich danke dir, wünsche dir gleich ganz viel Spaß bei unserer Show.